Es geht um Kaylin und Jordan. Sie kennen sich, seit sie 11 waren. Ist das Liebe? Ja, er ist mein Traummann. Er ist bei Twitter. Wer ist das? Es gibt keinen Beweis für Jordans Existenz. Was läuft da? All die Zeit. 12 ganze Jahre. Hallo, wer ist da? Heute sollte es um 7.30 Uhr losgehen, aber Kami ist noch nicht da. Eigentlich wollte ich erwarten. Nur wird mein Frühstück dann kalt. Hey, Biggie, wenigstens du kommst zur Arbeit. Na, endlich. Und legt sich gleich wieder hin. So früh ist es doch nicht. Aber früh genug. Ich bin eben ein Morgenmuffel und das weißt du auch. Danke. Ich werde leicht bitchy ohne Eiskaffee direkt nach dem Aufstehen. Geht's? Ja. Biggie, komm. So. Oh, we got an email. Und da ist auch schon eine Mail. Kaylin schreibt uns. Hey, Neve and Cammy. Ich stecke in einem Dilemma. Ich habe in einem Chatroom für Teenager Jordan kennengelernt. Das war vor 12 Jahren. Und allein durch das Chatten hat sich schnell eine echte Freundschaft entwickelt. Bald haben wir uns andauernd geschrieben und stundenlang telefoniert. Wie besessen. Und je älter wir wurden, desto mehr fingen wir an zu flirten und haben uns ineinander verliebt. Ich bin jetzt 23 und lebe in Indiana. Er ist 22 und lebt in Orlando. Natürlich ist das mit dem Treffen schwierig bei der Entfernung, aber nach vielen Breaks sind wir jetzt offiziell zusammen. Er ist immer da, auch wenn sich alles ändert. Mein erster Online-Freund und mein Traummann. Und jetzt wird es Zeit, dass ich die Liebe meines Lebens endlich treffe. Wir wollten uns auch schon treffen, aber beide Male bin ich nach Florida geflogen und wurde versetzt. Und warum will er nicht Videochatten? In letzter Zeit nicht mal mehr telefonieren. Langsam frage ich mich, wer er wirklich ist. Genau. Wir sprechen schon über unsere Hochzeit und Kinder, aber ich habe Zweifel. Würdet ihr mir bitte helfen, damit ich ihn ohne diese schlechten Gedanken lieben kann? Ich glaube, Kaylins Gedanken sind gut. Schreiben wir ihr. Neve und Kami melden sich zum Dienst. Kaylin ist 23 und sie kennen sich seit 12 Jahren. Das heißt, sie war damals 11. Ja. Und er war 10. Catfisht man mit 10? Wer weiß, was die sich damals erzählt haben? Sicher nicht, hi, ich bin Kaylin, ich bin 12. Eher, ich bin 22. Meinst du, sie haben damals beide gelogen? Kennst du Chatrooms? Habe ich nie gemacht. Ich schon. Und ich war immer 21. Sie schreibt, hallo, kommt ihr, um mich zu retten? Was sonst? Lass uns zoomen. Back to back. Hallo, Kaylin. Schön, euch zu sehen. In Indiana lebst du? Ja, ich bin hier aufgewachsen. Dein Job? Ich bin Postbotin. Das checken wir. Biggie, da, eine Postbotin. Stimmt das? Willst du schon zuschnappen? Das klappt nur mit Uniform. Ach ja, klar. Wie triggert das? Cooler Job. Ich habe davor ein Jahr lang Medizin studiert. Und was dann? Ich wurde schwanger und bekam meine Tochter. Wow. Wie alt ist sie? 3. Warst du mit ihrem Vater zusammen? Damals schon. Ich habe aber auch noch 2 Jungs, Zwillinge. Wow. Wie alt? 1 Jahr. Und der Vater ist auch nicht da? Kein Stück. Das ist viel Arbeit. Ja. Und Jordan auch noch. Aber um den kreist alles. Er war immer da. Kami meinte, in so Chatrooms wird sehr viel gelogen. Aber ich kann mir das kaum vorstellen. Ihr wart erst 10 und 11 Jahre alt. Was erzählt man da so? Warst du damals ehrlich, was dich betraf? Nein, ich war da 18. Bitte? Und wie alt war er? 19. Bitte? Und wenn das gestimmt hätte? Genau. In Chatrooms haben alle damit gerechnet, dass die alle über ihr Alter und ihren Standort lügen. Ja. Was war das für ein Chatroom?
Ein Chatroom für Astrologie. Sein Sternzeichen? Na? Ich kenne ihn ja nicht, aber bloß nicht Krebs. Nein, Stier. Es könnte erklären, warum er noch nicht aufgetaucht ist. Stiere sind echt faul. Erzähl noch mal von Anfang an. Jordan und ich haben uns in einem Chatroom kennengelernt. Wir haben gechattet, uns kennengelernt und angefreundet. Und dann ging es aber tiefer. Seid ihr in dem Chatroom geblieben? Wir haben zu Kick gewechselt. Dann bekam ich ein Handy und wir haben viel telefoniert. Und wie klingt Jordan so? Vor der Pubertät hatte er eine Kinderstimme. Da klang er ehrlich gesagt wie eine Frau. War er da schon dein Freund? Irgendwann ja. So mit 14, 15 haben wir gesagt, dass wir zusammen sind. Seitdem war es eine On-Off-Beziehung. Aber dabei ist der Vibe zwischen uns nie verschwunden. Es war jedes Mal, als würden wir genau da weitermachen, wo wir aufgehört hatten. Also, ihr habt euch im Chatroom kennengelernt und seid zu Kick gewechselt. Spielen seitdem noch andere soziale Medien eine Rolle? Ja, Snapchat. Aber er postet nie was von sich, nur Zitate. Was weißt du von ihm? Was ist seine Arbeit? Was macht Jordan sonst? Er hat zuerst auf dem Bau gearbeitet, aber gekündigt und sich mit Aktienhandel befasst. Wie war das, als du von deinem Ex schwanger wurdest und das Jordan sagen musstest? Ich hatte Angst. Ich wollte die Beziehung zu ihm nicht verlieren. Als ich mir dann endlich dachte, was soll's, ich sag's mir jetzt einfach, war er total begeistert. Er hat sich sehr für mich gefreut. Dann kamen die Zwillinge. Da dachte ich mir, dieses Mal verliere ich ihn. Aber als ich ihm davon erzählte, brachte er mich erst dazu, dass ich sie wirklich als Mutter annehme. Es war unglaublich, wie er mir da geholfen hat. Er hat mir auch klargemacht, dass alles aus einem Grund passiert. Liebst du ihn? Ja. Habt ihr euch das gesagt? Ja. Er hat es sogar als erster gesagt. Ich habe einfach das Gefühl, dass er mich besser versteht als alle anderen Männer. Er ist mein Traummann. Ich suche was, das mir an ihm nicht gefällt, aber ich finde nichts. Bis auf das mit dem Treffen. Du bist zweimal nach Florida geflogen? Ja, das erste Mal in Miami. Ich hatte ihm natürlich geschrieben, dass ich komme, und er fand es toll. Aber als ich ankam, hieß es plötzlich, er muss arbeiten. Das hat mich zwar geärgert, aber so war es nun mal. Davon wollte ich mich nicht runterziehen lassen. Es gab noch ein zweites Mal. Ja, 2019 war ich in Orlando. Es tat ihm leid, dass das letzte Mal so schief gegangen war. Das wollte er jetzt gut machen. Ich war 3 Tage dort, aber er hat mich komplett geghostet. Ich war sauer und habe 2 Monate nicht mit ihm geredet. Seitdem denke ich, dass was nicht stimmt. Wir müssen davon ausgehen, dass er entweder nicht in Orlando wohnt oder nicht der Mann von den Bildern ist. Das sind die wahrscheinlichsten Gründe dafür, dass er dich versetzt hat. Wie sieht es mit Videochats aus? Schlecht. Und warum? Er hat zugesagt und es nicht gemacht. Klar. Telefoniert ihr noch? Nein, gar nicht mehr. Wann war das letzte Mal? Als Kinder? Vor 5, 6 Jahren. Ja. Oh mein Gott. Ihr habt seit Jahren nicht mehr gesprochen? Kein Wort. Wow. Wie erklärt er das? Viel zu tun. Sehr schräg. Hast du ihm mal Druck gemacht? Ja, kürzlich habe ich ihm gesagt, dass ich sauer bin, weil er mir immer verspricht anzurufen und es dann nicht tut. Kannst du uns Chats und Bilder zeigen? Klar. Na los. Sehr gut. Oh, wait. Wie ist er das? Oh, süß. Etwas höher? Aha. Was? Das Rausziehen habe ich in jeder Stellung drauf. Und du so, ich will endlich, dass du es mir so richtig derbe besorgst. Diesmal brauche ich eine grüne Flagge. Ich muss unbedingt ein Kind mit dir haben, so wie du textest. Mal sehen, ob du das aushältst, wie ich es dir besorgen werde. Ich zieh nicht raus. Mach mir ein Baby und wir heiraten. Da hätte ich nichts dagegen. Toll, was? Hat er, abgesehen vom Sexting, klar gesagt, dass er eine Familie mit dir gründen will? Ja. Okay, du wartest schon lange genug. Ja, ich mag dieses Spielchen nicht. Ich will es wissen. Wir melden uns, sobald wir etwas finden. Vielen Dank. Bis bald, Kaylin. Wir sehen uns. Krass.
Mein erster Gedanke war, vielleicht hat Jordan im Chatroom sein richtiges Alter gesagt. Und sie dachte nur, er lügt. Ja. Muss er aber nicht. Genau. Es könnte aber auch sein, dass Jordan eigentlich eine Frau ist und dass sie irgendwann nicht mehr telefonieren konnten, weil sie natürlich nicht in den erwarteten Stimmbruch gekommen ist. Oh nee. Einiges macht Jordan sehr sympathisch, aber es gibt klare Warnsignale. Mal sehen, was wir finden. Was meinst du? Was sagen die Sterne dir? Ist alles Blödsinn. Also, Kaylin und Jordan sind Anfang 20. Sie haben sich mit etwa 10 Jahren in einem Chatroom kennengelernt. Von da wechseln sie zu Kick und seit sie Handys haben, geht es damit weiter. Vor etwa 6 Jahren hört das Telefonieren jedoch auf, sie bleiben aber trotzdem in Kontakt. Mittlerweile denken sie ernsthaft über eine gemeinsame Zukunft nach. Er will aber nicht Videochatten und bei den 2 Besuchen von Kaylin in Florida hat Jordan sie geghostet. Das stinkt. Ja. Okay, so let's just start with. Mal sehen, ob wir schon Infos haben. Kaylin schreibt: Hallo, an bei alles, was ich über Jordan weiß. Bilder habe ich angehängt. Er heißt Jordan Hamill und lebt in Orlando. Hier seine Nummer und sein Snapchat. Sonst hat er keine Profile. Sagt Bescheid, wenn ihr noch Fragen habt. Ich bin froh, dass ihr mir helft. Bildersuche. Beim ersten sitzt er angeschnallt im Auto. Kein Treffer. Nächstes Bild? Auch nichts. Das hier ist seltsam. Da wurde die Farbe bearbeitet. Das war damals in. Stimmt. Die Bilder führen zu nichts. Das ist gut. Er ist kein Model oder Influencer. Wir sollten Cash App checken und dort nach der Nummer suchen. So ewig wie er die schon hat, sollte er damit irgendwann einen Account eingerichtet haben. Stimmt. Dann gebe ich seine Handynummer mal bei mir in Cash App ein. Oh, that's the same Snapchat. Da unten, sein Snapchat-Name. Ja, identisch. Das ist er. Aber wer ist das? Keine Ahnung. Aber du hattest recht. Das ist ein guter Anfang. Er verwendet bei Cash App denselben Usernamen wie bei Snapchat. Warum er sich hier Taj nennt und nicht Jordan, wissen wir noch nicht. Er scheint diesen Usernamen öfter zu benutzen. Also sollten wir ihn einfach mal im Netz suchen. Er handelt doch mit Aktien. Der Link ist tot. Aber sein Username war mit einer Aktienseite verknüpft. Das passt immerhin. Er mag den Namen halt. Ja. Sehen wir mal bei Snapchat nach, ob wir da eine Spur finden. Das hat sie zwar sicher auch schon gemacht, aber... Kein Bild. Gar nichts. Was haben wir noch? Suchen wir die Nummer. Die sollte Jordan Hamill gehören. Das machen wir wie immer bei Spokio. Taj! Hamill. Wow. Hat in Florida gewohnt. Orlando. Okay, so there was at a time. Die Nummer war also mal dort registriert. So kommen wir weiter. Oh! Da! Er ist bei Twitter. Okay. Wer ist das? Slim I Touch. In Miami Beach. Das ist ja spannend. Was siehst du? Was siehst du nicht? Was meinst du denn? Oh, that it's a woman. Das ist eine Frau. Ja, aber halt mal. Ist das dieselbe Person? Mhm. Wir kommen wirklich weiter. Ja. Diese Facebook-Seite ist mit der Nummer verknüpft. Das kann nicht ganz falsch sein. Und Cash App und Handynummer sind bereits auf Taj registriert. In der URL steht sogar Taj Hamill. Und es gibt eine Taj Mahal Insta-Seite. Und da. Ist sie lesbisch? Vielleicht hat sie damals mit ihrer Sexualität experimentiert. Das hängt alles an dieser Nummer, die Jordan schon als Teenie hatte. Könnte also sehr gut auf ein älteres Familienmitglied registriert sein. Familientarif.
Ist das seine Schwester? Genau das wollte ich auch sagen. Sie sehen sich sehr ähnlich. Sie könnten verwandt sein. Vielleicht hat Jordan eine Schwester und die Nummer ist auf sie registriert. Ihr Name taucht hier überall auf. Ob sie einem Jordan folgt? Dafür brauche ich mein Handy. Mal sehen, ob in der Liste irgendwo ein Jordan auftaucht. Aber wir haben trotzdem eine heiße Spur. Die Handynummer ist mit einem Cash-App-Account verbunden. Da ist der Name Taj eingetragen, nicht Jordan. Und die Nummer selbst ist auf Taj Hamel registriert, was offenbar eine Frau ist. Sie könnte seine Schwester sein. Aber das Seltsame ist, es gibt keinen Beweis dafür, dass irgendwo ein Jordan Hamel existiert. Wenn das seine Nummer ist, warum zeigt die Suche seine Schwester an und nicht ihn? Beim ersten Telefonat hat Kaylin selbst gedacht, es könnte eine Frau sein. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Der Nachname Hamel ist mit der Handynummer verbunden. Nur hat Jordan den Vornamen Taj gegenüber Kaylin nie erwähnt. Da wurde auf jeden Fall irgendwie gelogen. Und wer weiß, was da noch alles nicht stimmt. Okay, Tag 2. Durch deinen Cash-App-Tipp haben wir jetzt eine Spur. Diesen Namen haben wir auch bei der Suche nach der Handynummer gefunden. Sowohl Jordan als auch Taj heißen mit Nachnamen Hamel. Aber die einzigen Social-Web-Profile mit diesem Namen gehören einer Frau. Taj Hamel. Wir sollten Kaylin anrufen und ihr das alles erzählen. Hallo. Hallo. Hey. Guten Morgen, Nifir. And Cammy. And Cammy. We've got... Wir müssen mit dir reden. Wir sind gleich auf Zoom bereit. Okay, bis gleich. Cool. Bis gleich. Wir reden jetzt mit der Postbotin. Go, Biggie. Go, Biggie. Strip. Sehr gut. Biggie ist reif für den Catwalk. Wir sind da. Kaylin ist auch da. Dann hole ich sie ins Meeting. T-Shirt-Partner-Look. Sehr cool. Okay. Wir sind im Groove. Und das müssen wir nicht mal planen. Ja. Yeah. Wie geht's dir? Ganz gut. Wir zeigen dir jetzt, was wir gefunden haben. Und vielleicht kannst du sogar gewisse Fragezeichen beseitigen. Fangen wir an. Als erstes haben wir alle Bilder gegoogelt, die du uns geschickt hast. Das ergab keinen Treffer. Was aber gut ist. Wenn die Bilder von irgendeinem Model oder einem Influencer wären, hätten wir das dazugehörige Insta-Profil, einen Blog oder so etwas natürlich sofort gefunden. Ja. Als nächstes haben wir den Usernamen von Jordans Snapchat-Account gegoogelt. Wir wollten prüfen, ob er diesen Usernamen vielleicht auch für andere Plattformen verwendet. Das machen ja viele Leute so. Und das ergab auch einen Treffer auf StockTwits. Passt, er handelt ja mit Aktien. Irgendwie mag er als Usernamen. Dann schlug Kaylin vor, Cash App zu checken. Da muss man nämlich seine Handynummer registrieren. Ja. Wenn man da die Nummer eingibt, führt das zu einem Account mit demselben Namen. Damit ist also eindeutig klar, dass es sich hier um deinen Jordan handeln muss. Ja. Nur ist der Account merkwürdigerweise auf den Namen Taj registriert. Den kennst du sicher nicht. Nein. Es ist also kein Spitzname oder so. Nein. Unsere erste heiße Spur. Und nachdem wir wussten, dass die Handynummer bei Cash App mit dem Namen Taj registriert ist, haben wir die Nummer auf einer Website gesucht, die eventuell anzeigt, wem die Nummer gehört. Die Nummer ist auf jemanden namens Taj Hamel in Florida registriert. Den Nachnamen kannten wir schon aus deiner Mail. Aber jetzt nicht mit Jordan, sondern mit Taj. Genau wie bei Cash App. Wer ist das? Tja. Die Website für die Nummernsuche zeigt auch damit verlinkte Social-Webseiten an. Und hier als erstes ein Facebook-Profil. Die Person nennt sich hier Taj Mahal. In der URL steht aber Taj Hamel. Und die Adresszeile sollte sich bei Facebook ja auf den echten Namen beziehen, nicht auf den Usernamen. Außerdem scheint die hier abgebildete Person eine Frau zu sein. Kennst du diese Frau? Nein.
Sie ist aus Miami, das würde auch passen. Lieber nicht. Well, and you said it. Du hast gestern gesagt, dass Jordans Stimme sehr feminin klang. Das bringt uns auf die Idee, dass Jordan eine Frau sein könnte. Es scheint alles auf Taj hinzudeuten. Und nichts lässt auf Jordan schließen. Ja. When I was younger, you knew me better. Hoffentlich ist Jordan keine Frau. Damit kann ich gerade echt nicht umgehen. Ich bin immer absolut offen gewesen. Wenn du mir da nicht einmal klar gesagt hast, was Sache ist, dann ist das respektlos und macht mir Angst. Wenn es Taj ist und sie einfach ausprobieren wollte, was für eine Art von Beziehung sie will, wäre das für mich noch irgendwie nachvollziehbar. Aber wenn sie als Jordan Fotos von dir annimmt und flirtet und Sexting mit dir macht, dann hat sie damit ganz klar eine Grenze überschritten. Und wie? Oh nein. Und das 12 Jahre lang? Ist das echt dein Ernst? Really? Krass. Normalerweise würden wir an diesem Punkt Jordan kontaktieren. Oder du schreibst ihm. Auf jeden Fall müssen wir ihm mitteilen, dass jetzt die Gelegenheit ist, endlich die Wahrheit zu sagen. Macht ihr das bitte? Ich drehe dabei sonst durch. Klar. Es klingelt. Hallo? Hallo, ich möchte mit Jordan oder Taj sprechen. Wer ist da? My name is Neve. Ich heiße Neve und mache die Sendung Catfish mit meiner Kollegin Kami. Wir arbeiten gerade an einem Fall, in dem es hier um eine junge Frau namens Kaylin geht. Sie hat seit Jahren eine Online-Beziehung mit einem gewissen Jordan. Und das hier soll seine Handynummer sein. Ich wusste es. Aufgelegt? Ja. Verrückt, das war doch eine Frau. Taj natürlich. Was die Jordan-Frage aber noch nicht final beantwortet. Das Auflegen sagt alles. Ist das schräg? What the fuck? Ein gutes Zeichen ist es nicht. Ich schreibe ihr nochmal. Hallo, wir versuchen nur einen Kontakt herzustellen, damit sich Kaylin und Jordan endlich mal treffen. Und in diesem Zusammenhang auch ein paar Unklarheiten beseitigen, die im Laufe der Jahre entstanden sind. Sehr gut. Ja. Ganz soft. Und dann noch, denk darüber nach. Wir können in einer Stunde reden. Ist raus. Das ist echt unglaublich. Ich krieg Kopfschmerzen und hab Schmetterlinge im Bauch. So unheimlich wird das jetzt. 12 Jahre. Allerdings. Ist das irre? Die Nachricht ist zumindest angekommen. Wir sollten ihm kurz Zeit geben. Ist ja immerhin ein ziemlicher Schritt. Inzwischen könnten wir darüber nachdenken, was für Fragen du stellen willst, falls Jordan bzw. Taj antwortet. Wir sollten ihm jetzt keinen Druck mehr machen. Gut. Bis gleich. Wir haben in ein Wespennest gestochen. Die Bombe hat gerade echt gezündet. Da geht's jetzt rund. Ja. Und zwar nicht nur, weil Jordan ein bisschen schüchtern ist. Mir tut es leid für Kaylin. Wenn Taj da gleich aufploppt, haben wir ein echtes Problem. Ich habe gerade mit Neve und Kami geredet. Sie haben mir gesagt, dass Jordan vielleicht nicht der ist, als der er sich ausgibt. Das ist beängstigend. Nach 12 Jahren sollte man doch meinen, dass man sich kennt und dass man nicht angelogen wird. Aber ich habe geglaubt, dass alles wahr ist. Das verletzt mich. Okay. Die Stunde ist rum. Kopfhörer? Mal sehen, ob wir eine Antwort haben. Was ich bezweifle, aber haben wir nicht. Ich hole Kaylin jetzt mal zurück ins Meeting. Hey. Hast du etwas von Jordan gehört? Jordan, right? Nein, gar nichts. You haven't responded to our text yet either.
Wir haben auch keine Antwort bekommen. Es ist über eine Stunde vergangen und wir sollten noch einmal nachhaken. Aber vielleicht mit einer anderen Strategie. Die schlichte Ansage, dass wir euch nur helfen wollen, scheint ja nicht ausreichend zu motivieren. Ihr könntet ein Video machen. Klarer als eine Message. Die man für fake hielt? Es kam schon vor, dass jemand dachte, ich wäre ein Catfish. Ein Video hilft da bestimmt. Hey, Jordan. Hier sind Neve und Cammie. Wie gesagt, arbeiten wir gerade an einem Fall und würden sehr gerne dabei helfen, dich mit Kaylin zusammenzubringen. Wir wissen, dass ihr seit vielen Jahren sehr eng befreundet seid und wir finden, dass ihr endlich live miteinander reden und euch sehen solltet. Sie ist gerade hier und möchte dir auch etwas sagen. Hey Jordan, wir wollen einfach nur Kontakt mit dir aufnehmen. Es wird Zeit, dass wir uns endlich treffen und mal sehen, was eigentlich wirklich läuft. Ja, genau. Klasse, das ist doch echt gut so. Ja. Das wirkt sehr ehrlich. Ja. Soll ich abschicken? Gut. Ist da. Ja, es ist angekommen. Was auch immer er oder sie dir sagen oder beichten muss, das ist jetzt die Gelegenheit. Wenn diese Person nicht begreift, dass du zumindest diese Ehrlichkeit verdienst, auch wenn das für sie negative Konsequenzen haben könnte, musst du dich fragen, wie wichtig du ihr bist. Da, geöffnet. Er oder sie sieht es gerade. Da! Aha, neuer Chat. Ich dreh durch. Okay, man ist bereit. Ihr auch? Nein. Wieso Kay? Nennt er dich so? Kein Problem, Kay. Ich bin dabei. Er antwortet auf das Video. Das ist gut. Aber er hält den Ball ziemlich flach. Super. Wir sind gerade alle in einem Zoom-Call. Hilfe, mir wird heiß. Der Link kommt gleich. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mein Herz klopft. Und ich habe Schmetterlinge im Bauch. Ich habe den Zoom-Link bei Snapchat und als Textnachricht geschickt. Wird es Taj sein? Oder auch eine wildfremde Person. Ja. Gleich wissen wir es, wenn Jordan hier vor uns aufploppt. Oh. Scheiße. Hallo, wer ist da? Gleich wissen wir es, wenn Jordan hier vor uns aufploppt. Oh. Scheiße. Hallo, wer ist da? Oh. Hi. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Soll das ein Witz sein? Du setzt dich da so locker hin? Halt mal, so einfach kann das nicht sein. Du bist Jordan, richtig? Ja, das bin ich. So, hello. Schön, euch zu sehen. Schön, dich zu sehen. Kannst du uns erklären, warum es so lange gedauert hat, bis ihr euch seht? Und warum wir involviert sind, obwohl das gar nicht nötig zu sein scheint? Wenn ich das mal ganz ehrlich in der Rückschau betrachte, im Laufe der letzten 10 Jahre ist das zwischen Kay und mir sehr gewachsen. Aber ich hatte nie wirklich genug Zeit. Ich habe mich sehr auf mein Leben konzentriert und viel mit Aktien und anderen Anlageformen zu tun. Mein Ziel ist es, mir volle finanzielle Freiheit zu schaffen. Es war keine Zeit übrig, um das mit einer Beziehung in Einklang zu bringen. Das hat einfach nicht zusammengepasst. Aha. Es hat also wegen deines Jobs nicht geklappt? Ja, weil ich versuche, finanziell wirklich vorwärts zu kommen. Das will ich auch. Aber ich versuche trotzdem, mir Zeit für dich zu nehmen. Ich glaube, was die Beziehung angeht, sind wir bisher nur nicht weitergegangen, weil wir uns einfach nie gesehen haben. Das hat sie doch versucht. Ja, Kaylin hat es versucht. Aber ich hatte sehr viel zu tun, deshalb war einfach keine Motivation da.
In deinen Nachrichten hast du ziemlich motiviert gewirkt, sie zu sehen. Ihn reinzustecken. Sex mit ihr zu haben. Kannst du sie nicht einen Nachmittag in Orlando treffen oder mal FaceTime? Die beste Erklärung ist einfach, dass ich sehr viel zu tun hatte. So ein Treffen kam für mich nicht in Frage, weil ich eine 6-Tage-Woche habe. Ich kann nicht einfach in einen Flieger steigen und sie besuchen. Aber als sie nach Orlando kam, wolltest du sie doch treffen. Bist du da überhaupt? Ja, ich bin gerade in Orlando. Ich glaube, wir haben das einfach nie richtig geplant. Das haben wir. Na gut, das haben wir. Aber nochmal, ich hatte einfach so viel zu tun, dass es nicht ging. Also hast du nicht mal 5 Minuten Zeit für mich? Auch nicht für einen kurzen Videochat? Bei einer 6-Tage-Woche hast du immerhin einen Tag frei. Manchmal habe ich nicht mal Zeit für meine Eltern. Da bist ja nicht nur du. Und du... Entschuldige, Neve. Ich arbeite 12 Stunden am Tag. Manchmal 7 Tage die Woche. Also auch sonntags. Und ich habe 3 Kinder. Und du hast keine Sekunde Zeit für mich? Also, wenn du das so sagst, klingt es verrückt. Aber wegen meiner Arbeitszeiten geht das nun mal einfach nicht. Wie sehen die aus? Was arbeitest du? Momentan bin ich im Vertrieb. Das ist tagsüber. Und der andere Job, das sind meine Anlageprojekte. Das erfordert viel Konzentration und viel Zeit. Ich hatte nicht mal Zeit, irgendwie Urlaub zu machen. Ich versuche auch nicht, dir was vorzumachen. Immer wenn wir miteinander reden, ist das aufregend. Das ist etwas, das mir wichtig ist. Und das will ich nicht verlieren. Ja. Wir haben ein paar einfache Fragen. Wir haben nämlich einige Dinge gefunden, die uns verwirrt haben. Zum Beispiel, dass deine Handynummer auf eine Frau namens Taj Hamel registriert ist. Weißt du, wer das ist? Nein. Seltsam, das ist ja nicht dein Name. Doch. Aha. Ja. Und heißt du auch Jordan? Nein. Das ist mein Spitzname. Wenn man mich persönlich kennt, nennt man mich Taj. So stelle ich mich auch vor. Aber wenn man mich in der virtuellen Welt trifft, werde ich ziemlich sicher Jordan genannt. Findest du deine Beziehung zu Kay nicht eng genug, um ihr deinen richtigen Namen zu sagen? Es gab keinen Grund daran, etwas zu ändern. Ich finde, manche Beziehungen schaffen es nie über das Internet hinaus. Warum soll ich dir diese Informationen geben, wenn da nicht mehr daraus wird und das länger geht? So etwa 12 Jahre zum Beispiel? Ja. Du lässt mich zu dir fliegen und ich kenne nur deinen Nickname? Ich bin ziemlich verschlossen, was gewisse Dinge angeht. Dass ich Taj heiße, würde ich aber nicht als großes Geheimnis betrachten. Wer es weiß, der weiß es einfach. Als wir dich vorhin angerufen haben, klang es wie eine Frauenstimme. Das war eine Freundin. Verstehe. Machst du das öfter? Was denn? Lässt du öfter Freunde für dich ans Handy gehen? In diesem Fall eine Frau? Dieses Mal war es so. Was soll ich da sagen? Aber das passiert nicht oft. Aber wenn sie ans Handy geht und ich frage, ob Jordan da ist, dann wäre es doch logisch, wenn sie sagt, ja, Moment, wer ist denn da? Jordan oder Taj, meinten wir. Unter einem dieser Namen sollte sie dich kennen, aber sie hat aufgelegt. Ich weiß nicht, wann ihr angerufen habt. Wahrscheinlich war ich zu der Zeit nicht hier. Sei ehrlich zu mir. Ich finde, das war ich. Nur bei manchen Dingen nicht ganz transparent. Das ist doch Quatsch. Du hast seit 12 Jahren eine Beziehung mit Kaylin. Da kann man ihr schon mal die Wahrheit sagen. Okay, bist du fertig? Nein. Erst wenn du sagst, wer die Frau am Handy war. Du hast seit 12 Jahren eine Beziehung mit Kaylin. Da kann man ihr schon mal die Wahrheit sagen. Okay, bist du fertig? Nein. Erst wenn du sagst, wer die Frau am Handy war. Man könnte sagen, dass das meine Freundin ist. Na endlich. Weißt du, wie beschissen das alles klingt? Das klingt echt richtig schlecht. Das würde es nicht, wenn du es mir einfach gesagt hättest. Wann wolltest du ihr das erzählen?
Wir sind erst seit etwa einem Monat zusammen. Um ehrlich zu sein, hätte ich es wahrscheinlich noch eine Weile lang nicht gesagt. Du hast also Zeit? Nein, hab ich nicht. Du klingst so schlau und dann wieder so blöd. Das, was du ausstrahlst, ist, ich bin sehr beschäftigt, ich arbeite hart, weil ich Geld verdienen muss. Selbst wenn das stimmt, wirkst du dabei wie der letzte Arsch. Denn du lässt es so aussehen, als wärst du sehr an ihr interessiert und wolltest eine Beziehung. Aber wahrscheinlich dachtest du, dass du sie eh nie triffst. Deshalb war es für dich nur Spaß. Ich bin so froh, dass du das sagst. Das trifft auf die meisten zu, die ich im Netz treffe. Wo du das gerade ansprichst, mit wie vielen anderen redest du denn so, wie du mit Kaylin redest? Schwer zu sagen. Du musst nachdenken? Na, so etwa 3? Du hast gerade 4 Beziehungen am Laufen? Tut mir leid, aber die Zahl wirkt so falsch. Das ist einfachste Mathematik. Genau. 3 + 1 = 4. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll, außer das wird nichts. So viel ist sicher. Mir wäre es lieber, wenn er jemand anders wäre. Vielleicht komme ich wie der letzte Arsch rüber. Aber ihr wart sicher auch schon in Situationen, in denen ihr eine Pause eingelegt und später weitergemacht habt. Das haben wir alle. Schön und gut, wenn du das Kaylin gesagt hättest. Aber stattdessen hast du davon geredet, sie zu heiraten und ihr ein Kind zu machen. Gerade sieht es nicht so gut für eine Beziehung zwischen uns aus. Denn du hast 3 Kinder. Und ich kann mir nicht recht vorstellen, mich festzulegen und die Rolle als Stiefvater zu übernehmen, um ganz ehrlich zu dir zu sein. Ich finde, das erklärt alles sehr gut. Ich krieg Kopfschmerzen. Du klingst wie jeder andere Kerl auf der Welt. Aber ich habe dich anders gesehen. Jeder dieser Typen will ficken, aber keiner will für mich und meine Kinder da sein. Lass meine Kinder einfach aus dem Spiel. Wenn du schon wusstest, dass wir keine Zukunft haben, dann nimm sie nicht als Ausrede. Du hättest einfach ehrlich sein sollen, anstatt mir Hoffnung zu machen, dass wir eine Zukunft haben. Du hast eine Freundin? Konzentrier dich auf sie. Wenn du nicht willst, dass Frauen dich für ein Arschloch halten, dann leg dein Fuckboy-Image ab. Mach keine leeren Versprechungen und sag nichts, was du nicht meinst. Sag nicht, du willst ihnen ein Kind machen, wenn du das nicht willst. Wenn du drin steckst und diesen Babyfilm fährst, zieh ihn sofort raus. Sofort. Lass es und verschwinde. Willst du Jordan noch etwas sagen, bevor wir uns verabschieden? Du bist schon reifer geworden, aber du musst noch viel reifer werden. Okay. Vielen Dank und schönen Tag noch. Danke. Dir auch. Hat er gerade echt einen Bussi gemacht? Mehr kam bei mir nicht an. Warum war er nicht die Frau? Der wird noch merken, dass ich die Beste war. Das wird er sicher irgendwann begreifen. Und weißt du was? Selbst wenn nicht, lebst du dein Leben und schaffst dir für dich und deine Familie weiterhin die Zukunft, die du willst. Für dich wird alles gut werden. Das bringt dich einfach weiter und näher zu dem Menschen, den du eigentlich brauchst. Das Buch ist zu. Danke, dass ihr mir geholfen habt, dieses Kapitel zu schließen. Gerne. Mach's gut, Kaylin. Bis bald. You too. Ihr auch. Bis bald. Ciao. Ciao. Später hat sich Taj bei Kaylin entschuldigt. Sie pflegen eine platonische Freundschaft. Taj flirtet weiter online, kümmert sich aber angeblich vor allem um sein Business. Kaylin ist optimistisch, was die Zukunft für sie und ihre 3 Kinder bringen wird.